Willkommen beim Gartencoach, ihr Schleckermäuler und Honignaschkatzen. Viele von euch hatten mich gefragt, wie sie den Honig von den Gartencoach-Bienen erhalten können. Und die gute Nachricht ist, dieses Jahr gibt es den bei mir im Onlineshop. Der Preis für den Honig ist allerdings höher, als ihr es aus dem Supermarkt her kennt. Und der Grund dazu ist leider ein trauriger. Viele meiner Imkerkollegen in dem Hochwassergebiet an der Ahr, in Zwistal und in Erftstadt haben von dem Hochwasser sehr gelitten und ihre Bienenvölker verloren. Der Imkerverband Rheinland hat ein Hilfsprogramm, um diesen notgebeutelten Imkerkollegen zu helfen. Die Hälfte des Erlöses aus dem Honigverkauf geht an dieses Programm des Imkerverbandes. Deswegen könnt ihr mit dem Kauf eines Glases, mit dem Genießen vom Bienenhonig auch noch etwas Gutes tun. Wie der Gartencoach-Honig von der Blüte in das Glas kommt, das möchte ich euch jetzt zeigen. Bienen und Blumen leben in einer ganz engen Partnerschaft miteinander. Bienen besuchen Blumen, um an den Nektar ranzukommen. Das ist eine Flüssigkeit in diesen Blüten. Und den saugen die Bienen auf, fliegen damit zurück in ihre Bienenbeute, also die Kiste, wo die ganzen anderen Bienenkolleginnen drin sind, und geben diesen aufgesaugten Nektar an andere Bienen ab, die den dann in Waben einlagern. Eingelagerter Nektar wird dann von speziellen Bienen befächelt. Das heißt, sie schwirren ihre Flügel und wie ein Ventilator entziehen sie dieser Flüssigkeit weiter Wasser. Je mehr Wasser dieser Flüssigkeit entzogen wird, umso höher wird der Zuckeranteil. Und wenn der Zuckeranteil sehr, sehr hoch ist, nennen wir dann dieses Zeug Honig. Die Bienen benötigen den Honig nicht, um uns Menschen den zu liefern, sondern um damit als Staat mit vielen, vielen tausend Individuen durch den kalten Winter zu kommen. Als Heizmaterial gewissermaßen futtern sie die ganze Zeit im Winter den Honig auf und schwirren mit ihren Flügeln und mit ihren Muskeln am Rücken und machen so Reibungswärme, sodass im kalten Winter es im Bienenstock mollig warm wird. Honig ist nichts anderes als Brennstoff für Honigbienen im Winter. Hier in der dritten Etage von der Bienenbeute, da wird der Honig produziert. Und wie das aussieht, zeige ich euch jetzt. Die Bienen, die sind draußen. Ich habe die in den letzten Tagen schon mit einer Bienenflucht hier herausgejagt, sodass dieser Honigraum jetzt relativ bienenfrei ist. Und da kann ich mal so eine Wabe ziehen. So sieht der Honig aus. Verdeckelt mit einer leichten Wachsschicht versehen, haben die Bienen den eingedickten Nektar versiegelt. Und den möchte ich jetzt rausschleudern. Damit nicht die ganzen Bienen wiederkommen, nehme ich es ab und bringe es ganz schnell in meinen Schleuderraum. Willkommen im Honigschleuderraum. So kommen jetzt die Zargen mit den Honigwaben im Schleuderraum an. Und die sind ziemlich bienenfrei. Die eine oder andere Biene ist noch drin. Die kann ich dann in den nächsten Stunden einfangen und wieder nach draußen setzen. Jetzt ziehe ich diese Waben und die müssen zunächst einmal entdeckelt werden. Da kommen die auf solch ein Entdeckelungsgestell und ich benutze solch eine ganz scharfe Gabel und mache damit das Entdeckelungswachs ab. Das ist weiß, weil sich unter der Wachsschicht ein kleines Luftpolster befindet und deswegen schimmert das so silbrig. Dieser Honig, ich habe davon schon
von einer vorherigen Charge eine Analyse machen lassen, ist hauptsächlich Edelkastanie. Dieses Wachs ist ideal, das wird gesammelt und damit kann man nachher wunderbar Kerzenwachs machen. In meinem Fall brauche ich jetzt 4 von diesen Waben. Die wiegen pro Stück so ungefähr 2,5 Kilogramm. 4 Stück brauche ich für meine Honigschleuder, die eben 4 Waben hat und dann entsprechendes Gegengewicht hat. So, die 4 Waben sind jetzt hier drin und wie bei einer Waschmaschine gibt es hier auch ein Schleuderprogramm. Große, aufwendige Honigschleudern haben so etwas auch eingebaut mit einer entsprechenden Steuerelektronik. Jetzt bin ich die Steuerelektronik und muss erstmal den Vorschleudergang machen, dass die Honigwaben angeschleudert werden. So, auf der einen Seite sind sie erstmal angeschleudert. Jetzt kann ich sie drehen. Das ist immer eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Und jetzt, damit nichts passiert und man nicht versehentlich reingreift, kommt der Deckel drauf. Super. Jetzt sind die Waben leer. Genau. Und fühlen sich auch schon viel leichter an. Dieser Duft von Honig ist einfach fantastisch. Eines Tages werden die Kameras auch in der Lage sein, Duft aufzunehmen und wieder zu spiegeln. Die kommen jetzt wieder zurück in die Zarge. Die Waben sind jetzt leer, der Honig ist in der Schleuder und jetzt wollen wir mal gucken, wie das flüssige Gold aussieht. Honigmarsch. Hier sieht man auch, dass durch das Sieb Wachs und kleine Partikel aus der Wabe zurückgehalten werden und unten dann wirklich der reine Honig dann durchkommt. Ein bisschen Labor muss auch hier sein. Und Honig darf einen bestimmten Wassergehalt nicht überschreiten. Und den Wassergehalt vom Honig kontrolliert der Imker permanent mit einem solchen Refraktometer, mit einem Wassermessgerät. Hier vorne auf das Sichtfenster bringe ich eine Honigprobe an. Dies wird geschlossen und gegens Licht gehalten. Und dann kann ich den Wassergehalt ablesen, der hier bei wunderbaren 16% Wassergehalt liegt. Die Honigverordnung gibt 20% vor und dieser Honig ist viel trockener und das ist sehr gut. Zu nasser Honig tendiert zum Gären und das wollen wir ja nicht. Dieser Honig ist perfekt. Jetzt kommt wirklich die schönste Arbeit überhaupt, und zwar das Abfüllen in Gläser. Honig, Waage zurücksetzen auf 0, öffnen vom Quetschverschluss und auffüllen des Honigglases auf 500 Gramm. Voilà, der große Moment ist da, das allererste Glas vom Gartencoach Honig. Wenn es euch gefällt, bestellt euch eins zugunsten der Hochwasserhilfe über den Shop vom Gartencoach. Ich wünsche euch jetzt schon
guten Appetit. Wenn euch das gefallen hat, wie der Honig ins Glas kommt, dann Daumen nach oben. Wenn ihr den Gartencoach-Kanal noch nicht abonniert haben solltet, abonniert ihn. Ich habe noch so viel zu tun. Ich muss nämlich noch ganz viele Gläser für euch etikettieren. Macht's gut und tschüss.